Wie ihr so eine tolle Straßensperre für Panzer und Infanterie bauen könnt, das zeige ich euch heute. Als allererstes braucht ihr solche Gussrahmenreste. Die sind in jeder Packung Gewehrfiguren dabei. Dann solltet ihr darauf achten, dass der Schriftzug nicht dabei ist. Und dann schaltet ihr einfach Teile ab, die etwa 3 bis 4 cm lang sind. Dann braucht ihr mindestens 3 für eine Straßensperre, nehmt schnell klebenden Sekundenkleber, klebt 2 so quer aufeinander und lasst es kurz antrocknen. Gebt wieder Sekundenkleber darauf und nehmt anschließend das dritte Teil und legt dies so schräg darüber. Ich habe jetzt hier 6 Stück davon gemacht. Dann nehmt ihr eine vorgefertigte Pappbase, die könnt ihr aus derselben Schachtel ausschneiden und bestreicht die anschließend mit Leim. Das Ganze besandet ihr dann mit ganz normalem Sand. So sieht es dann aus. Und dann nehmt ihr eure Sperren, gebt einfach Weißleim unten an die Füße und klebt diese dann darauf. Das Ganze lasst ihr dann am besten über Nacht trocknen. Wenn ihr das dann getrocknet habt, dann nehmt ihr solchen Stacheldraht, den könnt ihr zum Beispiel bei Tabletop Art kaufen oder selber basteln, wickelt ihn ihr um einen runden Gegenstand und gebt den dann anschließend um eure Straßensperren. So, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen. Ciao.